einige grundsätzliche Gedanken zum Thema demokratische Wahlen, im Weiteren zur Demokratie als solcher. Nach einer kurzen Einleitung ist der Vortrag in folgende Punkte gegliedert. Erstens, warum es in einer Demokratie in Wahrheit gar keine Demokratie gibt. Einleitung. In einer modernen Demokratie ist es eine große Sünde, wenn ein Bürger nicht wählen geht. Deshalb gibt es in einigen demokratischen Ländern bis heute sogar eine Wahlpflicht. Unter anderem auch noch in der Schweiz im Kreis Schaffhausen. Denn das ganze Staatssystem beruht auf der Fiktion, dass die Bürger die jeweiligen Machthaber durch Wahlen mit dem Herrschen beauftragt hätten. Der Artikel 20 Absatz 2 des von den Besatzungsmächten Deutschlands eingeführten Grundgesetzes formuliert diese unrealistische Idee wie folgt. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Eine demokratische Wahl bedeutet also dem Anspruch nach die Ausübung der Staatsgewalt. Die Bürger sollen glauben, dass sie herrschen würden. In der Realität verhält es sich jedoch genau umgekehrt. Jede Wahl bedeutet, dass der Bürger seine persönliche Autorität und Macht durch die Wahl abgibt, womit er sich gleichsam selbst entmündigt. In Wahrheit bedeuten nämlich demokratische Wahlen lediglich, dass der Bürger seine Zustimmung dazu gibt, dass er bei der tatsächlichen Ausübung der Staatsgewalt nichts zu sagen hat, auch wenn ihm die ausgeübte Herrschaft noch so sehr zuwider ist. Die Macht, die der einzelne Bürger tatsächlich hat, hat er durch die Wahl abgegeben, indem er andere ermächtigt hat, auch gegen seinen Willen nach ihrem Belieben über ihn zu herrschen. Punkt 1. Warum es in einer Demokratie in Wahrheit gar keine Demokratie gibt. Normalerweise wird in einer Demokratie immer die Mehrheit gegen ihren Willen von einer Minderheit beherrscht. Das lässt sich auch rechnerisch leicht darlegen. Nehmen wir zum Beispiel an, in Deutschland wären 60 Millionen Wahlberechtigte. Nehmen wir weiterhin eine heutzutage sehr hohe Wahlbeteiligung von 80% dieser 60 Millionen Wahlberechtigten an. Dann heißt das, dass es konkret 48 Millionen Wähler gibt, die an dieser Wahl teilnehmen. Nehmen wir nun weiterhin an, eine Partei würde eine absolute Mehrheit dieser abgegebenen Stimmen erreichen, also 51%, so würde das bedeuten, dass lediglich 24,48 Millionen Bürger diese Partei tatsächlich gewählt und damit zum Herrschen legitimiert und beauftragt hätten. Diesen 24,48 Millionen stehen jedoch 35,52 Millionen entgegen, die diese Partei ausdrücklich nicht beauftragt und legitimiert haben. Tatsächlich ist seit ca. 2009 die Wahlbeteiligung in Deutschland bei 70% des Volkes bzw. der Wahlberechtigten des Volkes. Das würde bedeuten, wenn wir dieselbe Rechnung noch einmal machen, dass nur 42 Millionen an der Wahl teilgenommen hätten. Tatsächlich erreicht aber keine Partei 51% heute. Meistens ist eine Partei froh, wenn sie 40% erhält. Das wären 16,8 Millionen aller abgegebenen Stimmen. Das würde bedeuten, 43,2 Millionen hätten diese Partei nicht zum Herrschen legitimiert. Ja, und damit sehen wir, de facto herrscht in einer Demokratie gewöhnlich immer eine Minderheit gegen den Willen der Mehrheit. Die demokratische Wahl sorgt also in Wahrheit gar nicht dafür, dass der Wille des Volkes geschieht, sondern dafür, dass eine Minderheit gegen den Willen des Volkes regieren kann. Genau durch die demokratische Wahl aber gibt jeder wählende Bürger seine Zustimmung dazu,
da er ja das Verfahren als solches bejaht. Bedenkt man dann noch, dass zum Beispiel nur 5% der Wähler einer Partei Mitglieder dieser Partei wären, so herrschten im obigen Beispiel bei 40%iger Stimmenmehrheit tatsächlich nur 840.000 Bürger über den Rest des Volkes von 80 Millionen bzw. 60 Millionen Wahlberechtigten, was gerade einmal 1% der Gesamtbevölkerung entspricht. So ist die Demokratie, in der angeblich die Mehrheit herrscht, in Wahrheit eine diktatorische Oligarchie, wobei es auf der Hand liegt, dass selbst die herrschenden Repräsentanten dieser Partei nur austauschbare Galionsfiguren der wahren Achthaber sind, die wohlweislich im Hintergrund bleiben. Zum Beispiel in den USA kann das Volk immer nur Rockefeller-Kandidaten wählen, da der ultrareiche Jude Rockefeller durch seine Macht über das Öl, das Gold, die Staatsfinanzen, die Medien und so weiter sowohl die Republikaner als auch die Demokraten in der Hand hat. Nicht zufällig stammen die Kandidaten beider Parteien oftmals sogar aus demselben Geheimclub. Zum Beispiel waren sowohl Bush als auch sein Gegenkandidat Kerry beide aus dem Skull and Bones Orden. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the website. Number 322? First of all, he's not the nominee. Look, I look forward... Are you prepared to lose? No, I'm not going to lose. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking. In jedem Fall sind sie Mitglied des von Rockefeller gegründeten CFR, das heißt Council on Foreign Relations, Rockefellers Geheimregierung. Diese USA führten dasselbe System in der BRD ein. In dem CFR entspricht in der BRD die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. Ja, und das soll jetzt auch im Irak eingeführt werden, beziehungsweise ist dort in der Einführung oder auch in anderen Ländern, die die USA besetzen. In letzter Konsequenz ist also die Demokratie ein volksverdummendes Herrschaftsinstrument ausländischer Machthaber, welche die Demokratie nur dazu einführten, ihre eigenen globalistischen Weltherrschaftsgelüste voranzutreiben. Der Fehler liegt also schon im System, das seinem Anspruch normalerweise nie gerecht werden kann, da durch jede Wahl nur die Mehrheit entmachtet wird, sodass immer eine Minderheit gegen den Willen der Mehrheit herrschen kann. Die einzige Möglichkeit, die der Bürger hat, um das Ganze zu ändern, besteht darin, jede Wahl prinzipiell zu verweigern, da sie gewöhnlich nie dazu führt, dass der Wille des Volkes wirklich geschieht, wie es ja auch die Praxis täglich beweist. Nur die konsequente Wahlverweigerung entzieht jeder Minderheit die demokratische Scheinlegitimation, über die Mehrheit zu herrschen.